Von mir aus. Die Treppe runter, da trainieren wir. Und wenn wir trainieren, trainieren wir hart. Die drei T's. Trainieren, trainieren und nochmal trainieren. Okay, da geht's noch weiter runter. Und hier ist wohl der Schlafsaal. Ha, dieser Schwertkämpfer, der hat mir ordentlich auf eins auf die Mütze gegeben. Auf zu ihm, jammern. Den kriegen wir schon klein. Und da ist noch was. Lass deine Waffen nicht unbeaufsichtigt. Jawohl. Das ist doch gut. So. Ja, das ist immer so beim Let's Play. Immer hier mit dem Telefon. Aber das ist normal. Man ruft einfach zurück. Die meisten Soldaten sind draußen und jagen Monster. Es sind nicht mehr viele von uns hier in der Burg. Keine Sorge, solange Kommandant Berotus und ich hier sind, kommt niemand hier rein. Aha, wieso sind wir dann drin? Wenn niemand reinkommt? Und wo ist überhaupt dieser Berotus? Warte mal, komm ich hier irgendwo? Kamera kann ich drehen? Aber das bringt mir gerade gar nichts. Das war's? Das kann doch nicht gewesen sein. Das kann doch nicht gewesen sein, dass ich hier schon fertig bin. Wo ist denn dieser Brutus? Habe ich irgendwas übersehen? Irgendwas muss ich da übersehen haben. Die Mitte hier. Na genau, die Mitte. Zum Königsvolkstumir geht es geradeaus hier durch. Aber vorher, wie wäre es mit einem kleinen Kampfprobe? Hm? Hervorragend, meint ihr. Schafft uns beide, finden wir es heraus. Breck und Brock kommen jetzt. Von mir aus. So, erstmal die Abwehrkraft stärken, das ist gut. Ich muss sie alle hier vernichten. Okay. Die wollen uns schwächen. Also Brock oder Breck wollte uns schwächen. Erstmal ein. Energieschub. Na gut, den sollten wir schnurlegs umhauen. Der kann uns gefährlich werden. Achso, okay. Interessant. Von mir aus. Ja, doch, genau, die muss sagen, ist okay. Apfel macht schon sein Ding, das ist wundervoll. Mega-Schwächung. Das ist natürlich nicht schön. Wirbelsturm. Aber wir haben den Schnitz dabei, der alles umhauen kann. Finde ich super. Wundervoll. Die haben aber auch ziemlich viel Leben, muss man davon lassen. Die sind nicht gerade ohne. Das ist der andere gebufft. Haben wir auch nicht sowas? Nee, sowas haben wir nicht. Schade, dann bleibt das wohl noch so. Wir können aber Kraftkoloss mal. Kraftfokus nehmen. Vielleicht bringt das ja was. Oh, 200! Das war nicht mal so ein kritischer Treffer. Uiuiuiui. Das ist aber ein kritischer Treffer gewesen. Du nimmst jetzt den Schaden. Von mir aus. Blockst. Und da haben wir schon mal Break weg. Aber der ist ein Abwehrmodus. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal mehr Verstoß. Einfach mal aus.
Y-Dollerei. Okay, die sind wohl momentan nicht so wirklich das Problem. Habe ich das Gefühl. Zack. Leider Schaden, aber macht. Moment mal, kann ich das kombinieren mit Kraftfokus? Das sollte ich jetzt gleich mal ausprobieren. Ich glaube, der steht hier eh noch ein bisschen. Nein. Okay. Kraftfokus. Ach, wir könnten ihn ja auch noch schwächen. Da war ja was. So, und jetzt. Zweischneidiger Hieb. Oh ja, das ist gut. Das kann man tatsächlich kombinieren. Und damit sind die beiden auch besiegt. Ihr habt wohl trainiert, Schätze. Ihr habt es euch verdient, den König zu sehen. Nicht wirklich, eigentlich. Bräuchte ich noch. Ach, guck mal. Hier sind wir doch richtig. Aber da hinten ist was. Da haben wir bestimmt auch Brutus. Und vielleicht ist hier irgendwas noch drin. Ah, eine Seidenrobe. Gut. Aber die bringt uns, glaube ich, gar nichts mehr. Nö. Nö. Die können wir verkaufen. Was ist hier? Dieses ist das königliche Schlafzimmer. Wenn ihr hier nichts zu schaffen habt und das habt ihr nicht, dann solltet ihr gehen. Gut. Reden wir mit dem Kanzler. Bitte sprecht zuerst mit eurem König, ja? Brutus? Mein Name ist Brutus. Nehmt euch ihn gut. Ich bin Kommandant der Extraklasse im Heer von Hardware. Mein Mann ist auf der Suche nach dem Kämpfer. Nicht irgendein, versteht sich, sondern einem, der sogar stärker ist als Brutus. Es wäre äußerlich praktisch, wenn sich herausstellen sollte, dass ihr es seid. Aber irgendwie bezweifle ich das. Aha. König Volkstumir, auch ein geiler Name. Willkommen, Reisende. Zunächst einmal möchte ich für die Grobheit entschuldigen, mit der euch meine Soldaten behandelt haben. Es ist nämlich so, dass ich auf der Suche nach den starken Persönlichkeiten bin. Hart muss sie sein. Wieso sie? Mit echtem Kampfgeist. Ihr wollt wissen, warum? Um die widerliche Bestie zu zerschmettern, die in der Wanderpassage ihr Nest gebaut hat. Sie ist ziemlich groß. Aber trotzdem dachte ich, dass Brutus und seine Männer mit ihr fertig würden. Ein Irrtum, wie sich herausstellte. Die Soldaten wurden ausgelöscht und Brutus kam schwer verletzt zurück. Nun habt ihr sicherlich vorgenommen, dass Brutus der stärkste Soldat in diesem Land ist. Ach, vernommen, ich verrate. Richtig lesen ist schon schwer manchmal für mich. Aber okay. Und deshalb habe ich meine Suche über die Landesgrenze hinaus ausgedehnt, um jemanden zu finden, der diesen Kampf tatsächlich gewinnen kann. Ich möchte, dass ihr zur Wanderpassage reist, um dieser bösartigen Bestie ein für alle Male ein Ende zu bereiten. Aber zuvor wartet noch ein weiterer Kampf. Seid ihr bereit, die Herausforderung anzunehmen? Bleibt uns ja keine andere Wahl. Hervorragend, dann ist es auch gemacht. Der Gegner wird selbstverständlich Kommandant Brutus sein. Könnt ihr ihn nicht besiegen, dann ist ein Kampf mit dem Monster zwecklos. Ich könnte niemals guten Gewissen jemanden in die Schlacht schicken, wenn ich nicht wüsste, dass er keine Chance auf den Sieg hat. Okay, Kommandant Brutus. Wollt ihr mir nicht erstmal euren Namen sagen? Doruno, korrekt? Gut. Ich erwarte euch im Trainingsraum. Er befindet sich in der südwestlichen Ecke der Burg. Ich würde mich liebend gern sofort um euch kümmern, aber hier drin können wir nicht mit Schwertern rumfochten. Eure Majestät, wenn ihr die Güte hättet, uns im Trainingsraum zu treffen? Selbstverständlich. Okay. Thank you.
Genau, zieh deine Braut, deine Königin mit. Und wir müssen ab in den Trainingraum, um Brutus zu besiegen. Ah, na super. Ja, ich habe das Gefühl, er ist nicht gerade ohne. Gut, Brutus, macht euch bereit, aus erster Hand zu erfahren, warum sie mich den rasenden Ritter von Hardwin nennen. Ich hab nicht vor, Niederlagen zur Gewohnheit zu werden zu lassen. Seid ihr soweit? Ja. Na dann los, gleich werdet ihr Bekanntschaft mit meiner Klinge machen. Lasst den Kampf beginnen. Und warum sehen die alle Modelle gleich aus? Sie hätten da auch ein besseres Modell geben können für Brutus. Gut. Viva Kling. Okay. Das ist ja schon nicht ohne. Wie machen wir das jetzt? Wir schwächen ihn. Er macht natürlich Mega-Schwächung. Können wir ihn überhaupt schwächen? Können wir gleich herausfinden. Ja, das ist schon mal vorhanden. Das ist gut. Dann Kraftfokus. Oh, das ist super gewesen von dem Melina. So ausweicht. So, Tiefluft. Warum mal die und Merkursturz. Zack. Ja, die Attacke ist nicht ohne. Adrian muss immer heilen. Aber er kann das ja. Er hat ja einen Stab und verliert keine MP-Punkte. Das ist ziemlich krank. Dann noch einmal. Kraftfokus. Dann den Hieb. So, Schmitz. Das wird doch noch mal eine Runde. Ja, das sah schon gut aus, aber das sollte man nicht so oft machen. Wachenwirbel aus so einem Grund vielleicht. Wenn ich Pech habe, muss ich sogar noch mal... Okay, er macht Vollhalle. Finde ich super. Nehmen wir lieber erstmal den Merkur. Stoß. Mega Schwäche. So. Er heilt jetzt erstmal wieder. Ich heile jetzt auch mal eben mit. Ist die Frage halt nur, wem er heilt. Ich hoffe mal Melina. Und ich nehme gerade Schnitz. Okay, er nimmt Schnitz in der Vollheilung. Ein kritischer Treffer, das ist sehr schön. Okay. Der ist nicht ohne. Muss man lassen. Die Wachen waren schon nicht leicht. Aber der hat auch viel AOE-Schaden. Das ist natürlich schlecht für uns. Wenn auch noch unsere Abwehrkraft sinken kann, ist ja noch schlimmer. Wir haben zwar einen guten Heiler dabei, aber der kann auch nicht immer alles heilen sofort. Autsch. Da schon wieder eine AOE-Attacke. Das ist sogar, das ist voll okay. Ich finde das nicht in Ordnung. Muss ich wohl mit anderen Dagen kämpfen. Oder auch nicht. Adriel, heil erst dich, du. Also ich weiß, was er jetzt macht. Ach, warum? Okay. Melina. Na super. Das war's für dich. Und wir haben, glaube ich, nichts, um sie wieder zu bewecken. Kann ich? Ach so, ich kann sie nicht auswählen. Das heißt, ich habe ein Problem. Es kann sein, dass ich verlieren werde.
Vielleicht geht's mit der neuen Rüstung besser. Aber wie lange soll ich daran sitzen? Der Druck ist so heftig. Aber wir haben ihn besiegt. Ich glaub das nicht. Schade, dass Melina jetzt nicht die Erfahrungspunkte bekommt. Schade. Der Wettkampf ist entschieden. Der Sieger ist Naruno. Was? Ich wurde schon wieder geschlagen? Wie konnte das passieren? Eure Majestät, erscheint, als hätte ich einmal mehr verloren. In der Tat, Naruno, ihr habt gezeigt, dass ihr ein wahrer Kämpfer seid. Ihr habt eindeutig das Zeug dazu. Brutus, besten Dank für eure Bemühungen. Ihr könnt wegtreten. Wie ihr befehlt. Naruno, ihr habt bewiesen, dass ihr das Zeug dazu habt, dieses Monster in der Wanderpassage zu erledigen. Ich möchte, dass ihr umgehend dorthin aufbrecht. Aber es gibt noch etwas, was ich euch vorher geben möchte. Bitte Geld. Ich erwarte euch im Thronsaal. Ich brauche jede Menge Geld. Das wäre das Einzige, was du mir geben könntest. Da wäre ich dir sehr verbunden. Haben wir eine Herberge? Ja, ne? Wir gehen jetzt erstmal eine Runde schlafen. Wir müssen hier vorne hin, genau. Da ist die Herberge gewesen. Ja, 80. Naja, was sollen wir machen? Schade, dass es hier keine Bank gibt. So, Magie. Einmal neue Chance. Das ist super. Das ist super gewesen. Jetzt bin ich gespannt. Was möchte der König von uns? Oder was kriegen wir von ihm? Sind wir jetzt richtig? Ja, super. Hier geradeaus durch. Wieso ist er im Sarg? Jetzt sag mir nicht. Brutus? Sag mir nicht, das ist Brutus. Zuerst einmal, was der König sagt. Was? Oh, Naruno, ich war sehr begeistert von eurem Auftritt in diesem Kampf. Schön fürs Auge und ohne Gnade. Ich bin überzeugt, dass ihr das Zeug dazu habt, die Monster zu besiegen, die in der Wanderpassage ihr Unwesen treiben. Selbstverständlich habe ich eine Belohnung für euch vorbereitet. Etwas, das sich seit Generationen im Besitz der königlichen Familie befindet. Die mächtige Sonnenblitzklinge. Wenn ihr die Belohnung für euch beanspruchen wollt, brauche ich einen Beweis, dass ihr die Anführerin der Monster getötet habt. Bringt mir hierzu ihren Kadaver. Ich habe einen Sarg holen lassen, indem ihr den Leichnam transportieren könnt. Vergesst nicht, den Sarg beim Kanzler abzuholen, bevor ihr aufbrecht. Nun geht, ich verlasse mich voll und ganz auf euch, Dorn. Nein, jetzt verstehe ich das. Der Typ, der da gerade war, ist auch... Hier, nimm diesen Sarg auf eure Mission. Ding! Ich glaube, es ist bereits erwähnt, aber es wurde eine weitere Kämpfer zur Passage geschickt. Er ist bereits aufgebrochen. Natürlich, das ist der, den wir doch getroffen haben. Wo die Händlerin da doch schwärmt. Ich fürchte, wir haben nur eine Belohnung. Natürlich erhält sie derjenige, der als erstes die Überreste des Monsters zurücknimmt. Aber natürlich.